Hier heißt es Leben und Leben lassen. Hast du heute Morgen bei nervenzermürbendem Nieselregen und niedrig hängenden Nebelschwaden das Haus verlassen, nur um kurze Zeit später hupend im Stau zu stehen, der dich deswegen erwartet, weil die Baustelle am Ortseingang sich seit 143 Tagen im Stillstand befindet? Nur um kurz darauf den seelensaugenden Zeiterfassungschip am Eingang der Firma zu scannen, in der du wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte dabei zusehen kannst, wie der digitale Anschluss verpasst wird und eure Steinzeitsysteme immer noch für das Abholzen uralter Wälder verantwortlich sind. Weil alles, aber auch alles in doppelter Ausführung ausgedrückt wird. Komm nach Australien, genieß wohlig warme tropische und trockengepackte Temperaturen, die nicht nur jede kecke kühne Kragenechse um die roterdigen Ecken flitzen lassen, sondern auch deine sinnsuchende Seele wärmen. Cruise über breite leere Straßen, mit Fernblick auf grasende Kängurus und bizarr geformte Felsformationen, die deine kreativen Hirnareale überstimulieren. Stelle fest, dass du deinen Scheibenwischer vor allen Dingen brauchst, um den schlierig-klebrigen Staub vom Glas zu wischen. Um am Ende der Fahrt in einer Firma anzukommen, in der zwar keiner deinen Namen kennt, dir aber jeder einen Spitznamen gibt, dein Chef in Flipflops seine Würstchen auf der Terrasse grillt und du dir von deinem Gehalt die Fingernägel vergolden kannst. Bekommst du regelmäßig im deutschen Advent einen systematischen Schreianfall, wenn zum 100. Mal Last Christmas im Radio spielt, du dir beim obligatorischen Besuch auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt wie eine Sardine auf Dosenbesuch vorkommst, dass dir trotz 27 Schichten Kleidung und drei billig schmeckenden, aber überteuerten Glühweins die Finger abfrieren und du jedes Mal zusammenzuckst, wenn ein LKW zu nah an den Ständen vorbeifährt? Dann komm nach Australien. Hier ist Weihnachten, eine wildwirbelnde Sommerparty mit Freunden und Familie, bei der jeder Zweite irgendwann betrunken im Pool landet, kurz bevor der Ghetto-Plaster hinterherfliegt. Weihnachtsdeko auf ein paar Plastikkugeln in der Fächerpalme reduziert sind und es vollkommen egal ist, wem du was schenkst, weil sich spätestens zu Silvester sowieso keiner mehr daran erinnert. Gehen dir Begriffe wie Koalition, Inflationsbekämpfung und Wirtschaftsstabilisierung so sehr auf den Zeiger, dass du dich wie eine batterieschwache, müde tickende Uhr fühlst und du jedes Mal rote Flecken bekommst, wenn ein Politiker in würdeloser Respektlosigkeit den maßlos mäkelnden und märchenhaft mumpitzigen Mund aufmacht? Suchst du eine Alternative, die denselben Begriff definitiv nicht im Namen trägt, aber wieder Hoffnung in die düster dystopische Unkulturlandschaft bringt, in der die letzte Kerze der Zuversicht bereits vor langer Zeit traurig ihren eigenen Docht im Rest Wachs ertränkt hat? Komm her zu uns, nach Australien. Politik ist so nebensächlich wie die Farbe der Isolierhülle deines Vorex-Biers. Und wir wechseln unsere Premierminister so oft wie andere ihre Unterwäsche. Die Wirtschaft wächst moderat. Ebenso schmecken Vegemite und Pies. Aber, und dieses Aber, das ist der entscheidende Faktor, der sämtliche Endorphine sowie Glücksdelfine im Ozean des Hormonhaushaltes aufschnellen lässt. Hier heißt es Leben und Leben lassen. Politik ist keine Bedrohung. Und wer abends nicht die Nachrichten schaut, der muss auch nicht fürchten, verpasst zu haben, wie sich Politiker und selbsterklärte Wirtschaftsexperten den Restkrümel des menschlichen Anstands von der weiß gewaschenen Weste wischen, während sie das nächste Weltuntergangsszenario mit banal betäubender Beharrlichkeit verkünden. Bekommst du die Krise, weil die Betonwände deines Viertels jeden Tag nahezu Kafka-esk zusammenrücken und dich zu erdrücken scheinen, du das letzte Mal eine Straßenbahn ohne Graffiti gesehen hast, als es noch cool war, Radiomusik auf Kassette aufzunehmen, weil nach jeder öffentlichen Veranstaltung der Gestank aller Sünden der Menschheit wie eine melancholische Melodie aus Verfall und Vergessenheit aus den Kanaldeckeln, den Rinnsälen und den illegalen Pinkelecken aussteigt und die Lust auf deinen wohlverdienten Mittagsdöner vergeigt? Setz dich in den Flieger und komm nach Down Under. Hier gibt es mehr Natur, als in ein Wimmelbuch für Ökologen passt, mehr Schafe als Menschen und so viel Platz, dass man für seine Farm im Outback gut eine eigene Postleitzahl gebrauchen könnte. Und wer glaubt, beschwipst die öffentlichen Flächen mit seinem gelben Natursaft dekorieren zu müssen, der begeht eine Ordnungswidrigkeit, die ebenso saftig ist. Noch nicht überzeugt? Wie wäre es damit? Ist dein Studium zwar kostenlos, aber umsonst? Formulierst du beim Bäckereibesuch bereits vor deiner Bestellung im Kopf, weil der griesgrämig grummelnde Bedienung selbst bei jeder noch so vorsichtig formulierten Nachfrage Hörner wachsen und ihre Augen rot zu leuchten anfangen? Bekommst du Schweißausbrüche beim Bezahlen, weil du selbst beim schlechtesten Service zwar gut beim Trinkgeld aufrundest, aber vorher schon weißt, dass der Empfänger sich später in den sozialen Medien über deine mickrigen Almosen beschweren wird? Hast du genug von Karriereambitionen, die darauf hinauslaufen, möglichst schnell dein quietschendes Hamsterrad im Kreis zu drehen? Sehnst du dich nach der perfekten Mischung aus abenteuerlicher Abwechslung und feierlichem Frieden, die deiner eigenen Lebensrealität so fern sind wie der Bahnsteig 9¾ nach Hogwarts? Dann nichts wie los. Pack die Koffer für Australien. Das Studium ist teuer, aber erstklassig. Und dank englischer Sprachstrukturen darfst du deine durchweg dienstbereiten Dozenten duzen. Der gesellschaftliche Umgang ist so herzlich, dass man das Gefühl hat, in seiner eigenen Truman-Show
mitten in Pleasantville oder in einem kitschig-harmonischen Postkartenbild aus den 1950ern zu leben, als die Welt noch, gut, bis auf Polio, Asbest in den Schulräumen und der Tatsache, dass sich Frauen von ihren Männern noch eine schriftliche Arbeitsgenehmigung geben lassen mussten, in Ordnung war. Trinkgeld gibt es in Australien generell nicht. Und die größte Ambition des Durchschnitts-Australiers ist es, Freitagabend rechtzeitig mit der Tüte Fisch und Chips auf dem Sofa aufzuschlagen, um beim Rugby-Spiel zum semi-professionellen Kommentator zu werden und so laut zu grölen, dass bei jedem Tor weitere Pommes in den Sofaritzen verschwinden. Im Ernst, komm nach Australien. See ya soon, mate.